Häufig treten ja dann gerade auf der Arbeit dann, man ist unter Stress, Heißhunger auf und dann greift man noch schneller zu irgendwas Ungesunden. Herzlich willkommen. Heute geht es um die zwei häufigsten Herausforderungen, die du vielleicht auch hast. Und zwar in Bezug auf deine Gesundheit, auf deine Arbeit, im Arbeitsalltag das Ganze umzusetzen. Und zwar, der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, der mir häufig genannt wurde, was eine Schwierigkeit ist im Arbeitsalltag, ist zum einen die Haltung. Sitzen den ganzen Tag in irgendeiner Position, dann natürlich auch häufig die PC-Arbeit, ne, mit den Augen, geht natürlich dann auch auf die Gesundheit. Und als zweiter Punkt wirklich ein gesundes Essen, eine gesunde Ernährung auf der Arbeit umzusetzen. Heißhungerattacken, Gelüste, dieser Punkt, was die Ernährung eben anbelangt. So. Und was den ersten Punkt zunächst mal betrifft, da kannst du ja, einiges machen. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig von deinem Arbeitgeber. Als Selbstständiger kannst du es sowieso machen oder Unternehmer. Und zwar kannst du dir einen Steharbeitsplatz besorgen, nachweislich, ja, extrem gesund. Und du kannst zwischendrin einfach die Position mal wechseln, deine Haltung ändern, gerade aufrecht sitzen und ja, dann eben zum Stehen übergehen. Ja, also das ist mal eine Möglichkeit. Es gibt auch bei vielen Arbeitgebern, das wird ja auch unterstützt, Gesundheitsförderung gibt es da teilweise, musst du dich mal informieren. Frag mal deinen Arbeitgeber, ob er die Kosten für so einen Schreibtisch zum Beispiel übernimmt, für so einen Steharbeitsplatz. Ansonsten kann ich dir auch wirklich empfehlen, das ist eine Investition, du verbringst auf deiner Arbeit ein Drittel deiner Lebenszeit häufig und diese Investition lohnt sich definitiv, wenn du da auch zwischendrin eine andere Haltung mal Position annehmen kannst. Du wirst es gerade auf lange Sicht enorm merken und ich würde es definitiv machen, auch wenn es nicht übernommen wird zum Beispiel. Und als zweiten Punkt, beziehungsweise zum ersten kann man auch noch anmerken, es ist natürlich nicht nur die Haltung, die du währenddessen hast, sondern auch in welcher Anspannung du da sitzt. Dieses Loslassen zwischendrin, du kannst auch zwischendrin einfach mal bewusst durchatmen, eine kurze Runde aufstehen. Raucher machen das sowieso ständig. Frische Luft schnappen, ohne zu rauchen, ist da wahrscheinlich die bessere Alternative. Aber auch einfach schon mal aufstehen. Im Büro schaut es natürlich manchmal ganz doof aus. Aber es tut auch gut, einfach nur mal kurz sich zu bewegen. Kniebeuge zu machen oder ähnliches und mal einfach sich ein bisschen zu lockern zwischendrin. Und als zweiter Punkt, was das Essen anbelangt. Häufig treten ja dann gerade auf der Arbeit dann, man ist unter Stress, Heißhunger auf und dann greift man noch schneller zu irgendwas Ungesunden. Und da ist es halt wirklich ein Punkt. Einmal ist es gut, wenn du verstehst, woher diese ganzen Heißhungerattacken kommen, dass gerade auch wenn du die Ernährung umstellst und es passiert zu schnell, dass es dann wirklich viel mehr zu Heißhungerattacken kommt. Und dementsprechend ist es da halt notwendig, langsam und schrittweise umzustellen. Schau da gerne mal auf meinem YouTube-Kanal. Dort habe ich ja zahlreiche Videos dazu ja, veröffentlicht, wie man das Ganze schrittweise gezielt umstellt und dann auch den ganzen Reinigungsprozess, den Entgiftungsprozess, der mit einer Ernährungsumstellung in eine bessere Richtung einhergeht, dass man den Ganzen auch gezielt steuern kann und dann nicht zu viel Gelüste dann auf einmal hat. Also das ist erstmal ein Riesenpunkt bei Gelüsten. Und dann ist es eben auf der Arbeit wirklich hilfreich, zum einen dafür zu sorgen, dass man selber wirklich gesunde, leckere Sachen da hat. Dazu habe ich auch auf meiner Webseite ein kostenloses PDF
Mit dem Ampelsystem ganz einfaches Ampelsystem, die drei Gelüste, Fett, Zucker, Salz, wie du die gesund, ja, und lecker stillen kannst und dann wirklich, ja, gezielt, egal an welchem Punkt du bist, es schrittweise umstellen kannst. Und du kannst dir zum Beispiel auf der Arbeit Nüsse einpacken, Trockenfrüchte, dass wenn du da wirklich dann diese Gelüste hast, nicht zu irgendeinem Mist greifst, sondern dann wirklich was Sättigendes auch hast. Banane ist noch ein bisschen sättigender als irgendwie so ein Apfel. Apfel ist aber auch ganz gut zwischendrin schon mal. Und ja, dann eben sowas wie Nüsse, die dann wirklich halt sättigen. Da würde ich halt darauf achten, dass da nicht unbedingt Industriesalz, E-Nummer und sonst was dran sind, was heutzutage teilweise überall dran gemacht wird, wo es auch gar keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall schau da am besten immer auf die Zutatenliste und hab immer sowas, ja, dabei. Irgendwas Gesundes wie Datteln, Trockenfrüchte, Nüsse, wo du dann deinen Hunger stillen kannst. Immer besser als da irgendwelche Riegel oder sonst was in sich reinzustopfen. Umso natürlicher, umso besser, umso unverarbeiteter. Und dann, wenn du dann eben irgendwohin zum Essen gehst, dann kannst du eben auch darauf achten. Normalerweise findest du auch in Restaurants immer was einigermaßen Gesundes. Ich würde darauf achten, dass es möglichst pflanzlich ist, weil es sich einfach von der Verdauung her, ja, leichter verarbeiten lässt für den Körper. Und gleichzeitig eben nicht, ja, großartig irgendwas wie E-Nummern und so weiter drinnen ist. Und dann natürlich diese ganz fettigen und hocherhitzten fritösen Sachen würde ich da eher meiden. Und es gibt mittlerweile ja auch schon so viel gute Alternativen, wo du irgendwie, ja, pflanzliche, vollwertige Sachen teilweise bekommst. Bio, Vollkornbäcker, irgendwas. Oder dann dir auch selber einen Aufstrich mitzunehmen und solche Geschichten, wo du dann einfach wirklich dir eine Menge an Sättigen auch essen kannst und da nicht irgendwie großartig was zubereiten und dann lieber das Ganze halt abends nach der Arbeit zum Beispiel machen. Also du kannst dir einfach irgendwie ein paar Scheiben Brot mitnehmen, vollwertig am besten von irgendeinem Biobäcker mit nicht 1000 E-Nummern eben drin. Und den ganzen Geschichten. Und dann noch einen, ja, leckeren pflanzlichen Aufstrich. Gibt es tausend verschiedene mittlerweile. Von Curry Mango bis zu, ja, regionaleren Sachen. Also da ist alles mittlerweile dabei. Und ja, das war es eigentlich dazu erstmal, wie gesagt. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib gerne unter das Video. Ansonsten schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du selber dran bist, umzustellen. Dann können wir mal schauen, was da deine größten Herausforderungen sind. Und ja, ansonsten dir einen wunderschönen Tag heute noch. Genieß ihn und bis zum nächsten Video. Ciao.